Hallo, liebe Zuschauer. In Frankfurt hat die Buchmesse begonnen und gestern Abend gab es eine Eröffnungsfeier mit vielen Promis, die uns auch verraten haben, was sie denn so lesen. Die Krönung aber war der Auftritt dieser beiden Herren. Die britischen Royals hatten gestern auch volles Programm. Sie haben ihre Olympioniken gefeiert, die in Rio ja richtig gut abgeschnitten hatten. Und bei dem Empfang gestern hatte jeder seine Aufgabe. Kate beeindruckte, Harry flirtete und die Queen machte Scherze. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Jetzt wie versprochen Michelle Obama. Bald ist ihre Zeit als First Lady der USA vorbei. Wir schauen noch mal, womit sie uns in den letzten Jahren begeistert hat und auf ihr letztes Staatsdinner gestern. Hier sehen wir Michael Mendel und seine Freundin Gesine Friedmann. Die beiden sind ohne Trauschein glücklich. Und einen Trauschein wird es, wenn es nach dem Schauspieler geht, auch nie geben. Warum das so ist und warum er gerne wesentlich jüngere Partnerin hat, das hat Mendel meinem Kollegen Bernd verraten. Richard Gere kann sich durchaus vorstellen, nochmal zu heiraten und das geht jetzt auch, denn seine zweite Scheidung ist vom Tisch. 4 Jahre nach der Trennung von seiner Frau Carrie Lowell ist Richard Gere nun offiziell geschieden worden. Wie sich die beiden finanziell einig geworden sind, ist nicht bekannt. Das ehemalige Bond-Girl hatte rund 80 Millionen Euro von ihrem Ex gefordert. So, noch eine Trennung. Spider-Man ist wieder Single. Ah, so ein Konfettiregen. Der würde den Kindern von Michael Bublé sicher auch gefallen. Der jüngste seiner Söhne ist gerade mal 9 Monate alt und hält Papa ganz schön auf Trab. Neben Windeln wechseln hat der Jazzmusiker aber auch noch an einem neuen Album gebastelt. Meine Kollegin Nadja hat mit ihm gesprochen. Da bin ich mal gespannt, wie viele Kinder es werden. Ihnen einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie möchten. Tschüss.